Grüß Gott, ich will ein Funlovers-Video machen von Juli und August. Wird auch langsam Zeit. Ich fange auch gleich mal an, weil ich glaube, es wird ein bisschen länger, weil ich habe ein bisschen was zu erzählen. Also Serien habe ich am häufigsten Law and Order geguckt. Catfish, weil da spielen jetzt aktuell neue Folgen. Und die letzten Folgen von Pretty Little Liars. Und ich muss sagen, ich bin echt wirklich, wirklich traurig. Ich schaue mir auch manchmal hin und wieder dazwischen, wenn mir gerade Fahrt ist, die letzte Folge von PLL an. Ihr könnt es mir ja gerne mal privat schreiben, nicht in die Kommentare, weil wir wollen ja niemanden spoilern. Falls derjenige das noch nicht gesehen hat oder erst die Serie angefangen hat, könnt ihr mir mal schreiben, was ihr von dem Schluss haltet. Ich hab's mir schon ein bisschen gedacht, aber ich war ein bisschen baff. Und das war irgendwie so meine Routine. Nach Hause kommen, Pretty Little Liars angucken und essen. Und jetzt irgendwie habe ich keine Routine mehr und ich brauche dringend eine neue Serie. Dringend eine neue Serie. Und ich weiß nicht welche. Wenn ihr ein paar Tipps habt, könnt ihr mir gerne mal schreiben. Riverdale gucke ich auch, aber da muss ich mir noch ein paar Folgen anschauen, weil manchmal spinnt Netflix bei mir leider. Filme habe ich mir zu Hause bei meiner Mom, weil mein Bruder mir Bescheid gesagt hat, dass der eben spielt, haben wir uns zusammen der Goofy-Film angeschaut, da war sogar der Jan dabei. Und mein Bruder und ich kennen sogar manche Sachen noch auswendig und meine Mama hat dauernd den Kopf geschüttelt, wie wir die Sachen auswendig gesagt haben. Sie hat auch dann uns gefragt, warum wir den überhaupt noch anschauen, wenn wir den eh auch auswendig kennen. Aber das hat sie lieb gemeint. Dann hat auch im Fernsehen Findet Dory gespielt. Habe ich mir auch mit meiner Familie angeschaut. Und mit dem Roman war ich ja im Kino Transformers gucken. Auf meinem anderen Kanal habt ihr ein neues Vlog-Video, was ein bisschen langweilig geworden ist, aber ja, ich muss mal wieder so ins Vloggen reinkommen. Ich verspreche euch, dass ich mich da ein bisschen besser für diejenigen, die das auch gerne schauen. So, und im August habe ich mir noch angeschaut den Film Eiskaltes Biest. Das hat auf 13th Street gespielt, aber ich muss leider sagen, der war total fad, weil man hat schon von Anfang an gewusst, wer da wen die ganze Zeit umbringt und das war sehr, sehr langweilig, muss ich wirklich sagen. Im Juli und im August bin ich auch endlich wieder dazu gekommen zu zocken. Ich habe häufig im Juli eher nur Yu-Gi-Oh! Gezockt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist doch so alt. Aber mein Bruder und ich haben versucht, neue Karten zu bekommen. Und wir haben sogar jetzt den schwarzen Rotaugendrachen. Wir sind ganz, ganz stolz. Und mein Bruder hat sogar den weißen Drachen mit eiskaltem Blick bekommen. Ich beneide ihn. So. Was soll ich noch dazu sagen? Irgendwie lächerlich, aber mein Bruder und ich haben das wieder angefangen zu zocken und ja, jetzt eh leider nicht mehr, jetzt haben wir beide wieder aufgehört, aber es war eine lustige Zeit im Juli. Im August bin ich noch mehr zum Zocken gekommen. Da hatte ich ja Urlaub und ja, der Urlaub war ein bisschen schwer für mich, aber dann später mehr. Deswegen habe ich die Zeit auch ausgenutzt zu zocken. Ich habe komplett durchgezockt wieder Metal Gear Solid 2. Metal Gear Solid 3 und Onimusha Dawn of Dreams. Habe ich das schon durch? Nee, da bin ich noch nicht durch. Da bleibe ich hängen. Das muss ich mit meinem Bruder noch besprechen. Der muss mir beim Rätsel helfen, weil für das Rätsel bin ich einfach zu dämlich. Aber das sind halt die Spiele, die ich halt wieder durchgezockt habe, weil ich irgendwie Lust dazu hatte. Und ich sollte endlich mal den neuen Metal Gear Teil weiterspielen. Aber ich habe die andere Playstation angesteckt und bei mir ist es beim Fernseher irgendwie so kompliziert. Ja. Nur so viel dazu. YouTube und Musik. Im Juli habe ich mir die Hochzeit von Mary und Toby angeschaut. Ich bin ja die Elementi, jetzt heißen die ja anders. Ja. Ich kann da viel dazu gar nicht sagen. Habt ihr euch das auch angeschaut? Das würde mich interessieren. Ich schaue sie jetzt in letzter Zeit wieder nicht mehr, weil ich weiß nicht, mich nervt das manchmal so. Ich weiß auch, manchmal habe ich so Phasen, wo ich dauernd ihre Videos schaue und dann wieder nicht. Also das kommt und geht. Mich würde interessieren, ob ihr die schaut. Ja, dann habe ich auf YouTube, nachdem, wo ich mir halt den Goofy-Film mit meiner Familie angeschaut habe, habe ich dauernd die Musik von dem Goofy-Film gehört, die ganze Zeit. Wenn ich am Weg in die Arbeit war, weil das hat mich so ein bisschen runtergebracht, weil ich in letzter Zeit nicht arbeiten wollte. Und am Heimweg manchmal auch. Im August habe ich nichts Spezielles mit YouTube und Musik gemacht, zumindest habe ich nichts aufgeschrieben, aber ihr habt ja gesehen, dass im August sehr viele Videos kommen sind, weil ich im August erst wieder so richtig Bock hatte, Videos zu machen, weil ich ja Urlaub gehabt habe. Das hat mir so viel Spaß gemacht, wieder die ganzen Videos vordrehen, vorschneiden, dann öfter online stellen. Kaum gehe ich arbeiten, habe ich wieder keine Zeit. Das tut mir eh leid, weil ihr wartet ja auch drauf, das weiß ich ja.
Ja, Bücher habe ich jetzt extra dazu geschrieben und ich komme nicht zum Lesen. Ich habe nämlich einen Manga, den ich gerne lesen würde, aber ich komme einfach nicht dazu. Ich hoffe, dass sich das bald ändert. Kommen wir zu Beauty. Ich habe doch gesagt, das Video wird lang. Als allererstes will ich euch das Shampoo von Yves Rocher zeigen. Seit ich das benutze, sind meine Haare viel, viel besser geworden. Ich habe auch noch ein paar Produkte, die ich gerne mag, aber ich zeige euch die dann im nächsten Favoritenvideo, weil sonst, glaube ich, wird das ein bisschen zu lang. Aber seit ich das verwende, ist es viel, viel besser geworden mit meinen trockenen Haaren. Mein absoluter Liebling. Ich weiß gar nicht, warum ich damals aufgehört habe, das zu benutzen. Dann habe ich pflegemäßig noch die Rebal de Loup Produkte. Die mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Die sind auch relativ schon benutzt, wie ihr sehen könnt, obwohl ich eh relativ sparsam damit umgehe. Ja, ich mag die Verpackung halt nicht. Die Verpackung finde ich ein bisschen schrottig, aber die Creme im Allgemeinen ist wirklich gut. Ich glaube, ich wäre echt traurig, wenn die leer wird, weil die mag ich wirklich sehr gern. Was ich halt noch als Kombination zur Nachtpflege manchmal drüber gebe, ist das Biothermöl und ich liebe es. Ich mag es viel lieber als das von Clarins. Es ist nicht so klebrig auf der Haut. Ich benutze auch eine komplette Pipette, also so voll wie sie da ist. Es klingt viel, aber es ist wirklich nicht viel und es zieht auch wirklich gut ein. Jetzt überhaupt, wo die kältere Zeit, jetzt wird es in letzter Zeit sehr oft kalt, seitdem benutze ich es wieder regelmäßiger. Bevor wir zu den Make-up-Produkten kommen, die ich in dem Monat sehr oft verwendet habe, zeige ich euch noch zwei andere Sachen. Abgeschminkt habe ich mich in letzter Zeit sehr, sehr gern mit dem hier. Das ist wieder dieses Biotherm Oil Balm. Heute jetzt wird es ganz schnell dunkel. Ich muss mich, glaube ich, beeilen. Mir ist das einmal leider am Boden geflogen, deswegen ist da schon sehr viel weg. Aber ich mag das wirklich gern. Ich habe das jetzt mir angewöhnt, mit einem Cremespatel rauszukratzen. Deswegen schaut das so rabundiert da drinnen aus. Aber seit ich das mit dem Cremespatel mache und mir richtig ein Stück rausnehme, kriege ich meine Mascara noch besser runter. Deswegen, ich liebe dieses Produkt. Ich glaube, ich würde es mir sogar nachkaufen. Aber ich will irgendwie auch das von Clinique mal probieren. Aber ich weiß nicht, ob ich nicht bei dem bleibe. Ich weiß es noch nicht. Ich sage es euch ganz ehrlich. Dann meine absoluten Favoriten, das sind diese Kapseln von Elisabeth Arden. Ich will euch noch mal die Verpackung zeigen, weil ich die so wunderschön finde. Da sind ja auch die Kapseln für die Augen drinnen, die ich, boah, mein Magen rebelliert, die ich auch sehr oft in dem Monat verwendet habe. Die sind sowas, also beziehungsweise in allen beiden Monaten. Die sind für die Augen und die sind fürs Gesicht. Ich mag die wirklich gerne. Ich benutze sie jetzt nicht immer, weil ich finde das sehr müllproduzierend, wenn man die sehr oft benutzt. Deswegen mache ich es nur hin und wieder. Und ja, ihr habt es auch im Aufgebraucht-Video gesehen, dass ich die auch aufgebraucht habe, also ein paar. Und ich liebe die. Ich würde die mir immer wieder nachkaufen, wirklich. Das meine ich ernst und ihr werdet auch bald den Beweis sehen. Make-up habe ich eigentlich, ich benutze ja viele Sachen durchgehend, das wisst ihr ja schon, damit ich eben die Sachen auch aufbrauchen kann. Und es gibt so 5 Sachen, die sich bei mir richtig durchgesetzt haben, die ich wirklich gerne benutze. Zum Beispiel meine Highlighter-Kombination. Ich habe in Ihnen ein Video erzählt, dass ich das probieren will. Und ich habe es auch jetzt probiert und seitdem trage ich es nur noch so. Ich habe jetzt zwar ein anderes Rouge heute oben, aber dazu kommen wir gleich. Als Highlighter habe ich halt oben als Creme-Highlighter den von MAC und ihr werdet es gleich sehen, da ist fast kaum nur noch was drinnen. Das heißt, ihr werdet das bald in einem Aufgebraucht-Video sehen. Da ist nur noch da in der Ecke was drinnen. Ich kratze das auch mit einem Cremespatel in letzter Zeit raus, damit ich auch wirklich alles rausbekomme von dem MAC-Teil. Und drüber gehe ich dann mit dem Chez Lamé, spricht man so aus? Der war mal aus einer Champagne-Kollektion von MAC. Ich habe auch einen in Rosa. Ich glaube, das habe ich euch in einem anderen Video eh auch schon erzählt. Und der ist sehr stark benutzt. Der ist wirklich sehr stark benutzt. Ich habe irgendwann einmal Angst, dass ich da ein Hit the Pan erreiche, was aber wahrscheinlich eh noch brauchen wird, weil ich ihn ja auch noch nicht so lange verwende. Aber das ist ein richtig schöner Highlighter. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ne, man sieht es nicht wirklich, aber ich liebe diesen Highlighter. Mein absoluter Liebling. Obwohl ich ein bisschen Bock habe, ein bisschen zu wechseln und auch zu gucken, welchen Highlighter ich dann weggeben kann, obwohl mir da echt mein Herz bluten wird, aber okay. Dann habe ich als Blush-Kombi, das habe ich jetzt über 2 Monate durchgehend verwendet. Heute habe ich mal ausnahmsweise ein anderes drauf. Ja, das von Catrice, das kennt ihr ja eh auch aus meinem Shop My Stash, aber da ist auch ganz schön viel schon weg. Da könnt ihr das sehen. Da kratze ich auch dann den Rest schon mit dem Cremespatel raus. Ich bin wirklich stolz auf mich. Ich bin wirklich, wirklich stolz auf mich, weil Rouge bekommt man eh schwer leer. Über den gebe ich dann immer den von Catrice wieder. Catrice auch sehr gern drüber, was auch schon sehr ramponiert ausschaut. Das ist ja der, da bröselt alles raus,
Das ist der Aprikos Movie Blush von Catrice. Der sieht so aus. Auch ein Rouge, das ich total liebe, was man ja sieht. Nur habe ich in letzter Zeit Bock, irgendwie zu wechseln. Ich weiß nicht, jetzt kurz vorm Aufbrauchen habe ich Lust zu wechseln, was ja eigentlich voll bescheuert ist, oder? Aber ich werde versuchen, noch durchzuziehen. Besonders den schaffe ich ja sowieso aufzubrauchen. Aber ich werde auch beim Rouge vielleicht versuchen, noch das Creme Rouge leer zu machen. Und dann mal Blushes zu wechseln. Weil ich habe keinen Bock mehr auf orangene Blushes jetzt. Das ist ja so ein Sommerding für mich. Aber ich habe irgendwie Bock, mich irgendwie orange zu schminken. Ja, das ist so ein Drama bei mir. Ich weiß auch nicht. Ja, egal. So. Immer kurz vorm Aufbrauchen, wenn ich was leer will, will ich wechseln. Irgendwie dämlich, oder? Als nächstes will ich euch einen Urban Decay Eyeliner zeigen. Einen Glitter Eyeliner. Den liebe ich. In den bin ich so verliebt. Ich habe den schon relativ lange. Und ja, er sieht so ein bisschen komisch jetzt aus. Weil ich ihn so lager, damit ich auch alles rausbekomme. Aber er ist wirklich gut. Ich mag den echt gern. Ich habe ihn heute jetzt halt nicht drauf, aber meistens, wenn ich arbeiten bin, habe ich den immer oben. Ich kann euch auch den Namen zeigen. So heißt der. Und ich liebe den. Ich liebe den. Ich würde mir auch auf jeden Fall nachkaufen, wenn der leer gehen würde. Aber ich muss erst meine anderen beiden, die ich noch habe, aufbrauchen. Ja, das war's jetzt mit dem Beauty. Ich muss mich wirklich beeilen, weil es wird wirklich schon dunkel jetzt. Fashionmäßig habe ich nicht wirklich was Spannendes gemacht, weil, ja, ich habe halt Kleider tragen im Sommer, aber das macht eh jeder. Besonders meine neuen von Tallywheel habe ich gern getragen. Dann Essen und Trinken. Ich hoffe, ich kann euch das noch einblenden. Chicken Burger. Ich glaube, das war auch dieser Burger mit diesem niedlichen Körbchen, wo die Kartoffeln drin waren. Ich fand das sowas von süß. Ich hoffe, dass es der war. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube schon. Dann Cocktails. Ja, das war der Burger. Weil da waren wir auch noch Cocktails trinken auch. Und ich habe mir nach langem wieder mal Dunkin' Donuts gegönnt. Nur habe ich da nicht alle aufgegessen, glaube ich. Ich glaube. Bin mir aber jetzt nicht sicher. So. Im August war es ein Kuchen von meiner Mom. Ich liebe Kuchen von meiner Mom. Ich muss sie überreden, ob sie vielleicht wieder backen will. Und Pizza. Was ja sowieso immer der Fall ist. Getrunken habe ich häufig Kaffee. Ich bin so ein richtiger Kaffee-Junkie. Und bei Sonstiges, im Juli habe ich wirklich viel arbeiten müssen. Ich habe eigentlich gar nichts vom Sommer gehabt, auch in meinem Urlaub nicht. Und Juli war irgendwie nicht so mein Monat. In letzter Zeit habe ich so, ich weiß nicht, ob es Winterdepressionen schon sind, vorläufige, aber in letzter Zeit geht es mir echt nicht gut. Heute geht's wieder, weil ich war bei meiner Mom und habe mit ihr über meine Probleme auch geredet, was mich halt fertig macht und so. Und ja. Ja. Und ich habe halt vor, auch was zu ändern, aber das erzähle ich euch dann in einem anderen Video, weil das würde jetzt sowieso einen Rahmen sprengen und es wird immer dunkler. Und im August hatte ich ja die 2 Wochen Urlaub, da war ich aber auch relativ depressiv, was sich jetzt wieder gelegt hat, Gott sei Dank. Und ich habe im August meine 2000 Abonnenten erreicht. Es ist mir nicht egal, nicht, dass ihr denkt, es ist mir egal. Ich habe mich wirklich sehr, sehr drüber gefreut. Es kommt halt nicht so rüber wie bei anderen YouTubern, weil ich mache jetzt nicht so ein Drama draus. Drama draus ist auch übertrieben, es auch, klingt auch gemein euch gegenüber. Ich finde, ich habe mich wirklich gefreut, ich hätte mir nie gedacht, dass ich irgendwann mal so viele Abonnenten habe. Und es ist auch eine Verlosung geplant, aber ich glaube, die kommt dann eher so zu Weihnachten erst. Ich will das dann kombinieren, also es kommt eine, aber es wird noch ein bisschen dauern, bis ich eine Verlosung mache. Ich hoffe, das ist auch okay für euch, weil ich will ja auch ein bisschen was sammeln und ich weiß nicht genau, was ich da reingeben soll. Also habt ein bisschen Geduld, weil ein paar Sachen habe ich noch, die ich noch verlosen will. Da muss ich aber durchschauen, ob die noch aktuell und noch gut sind. Und ja, habt ein bisschen Geduld mit mir, es kommt eine Verlosung. Und das Gute ist, ich werde auch 2 machen, dass 2 gewinnen können. Und ich will auch, dass dann welche gewinnen, die auch oft kommentieren und auch viel Feedback und so geben. Das ist mir dann lieber. Ich will nicht, dass jemand gewinnt, der nicht wirklich was beisteuert. Ich weiß, klingt auch ein bisschen gemein, aber ich finde das ein bisschen fairer denen gegenüber, die immer kommentieren und mir auch privat auch so schreiben. Klingt das vielleicht unfair? Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren hinterlassen. Aber ich würde es halt gern so machen. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen Debris rüberkommt, wegen auch mein Lippenstift oder so, aber ich bin so richtig in Herbststimmung. Ich freue mich schon so richtig auf Herbst. Jetzt werde ich dann alles aufräumen, werde meinen Ventilator wegräumen und werde dann noch mit Spookinator gehen und dann werde ich mir Kerzen anzünden. Auf das habe ich mich schon so gefreut, dass ich endlich mal wieder Kerzen anmachen kann. Weil im Sommer war mir eindeutig zu heiß. Und jetzt in letzter Zeit ist meine Wohnung so kalt und ich will noch nicht einheizen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mal wieder Kerzen, weil das geht mir echt ab. Ich habe so richtig dieses Herbst-Feeling und auch dieses Halloween-Feeling. Ich muss mir heute unbedingt überlegen, ob ich jetzt die Party dann auch mache. Aber dazu dann in einem anderen Video mehr und die Halloween-Party interessiert euch, glaube ich, eh nicht. Aber ja,
Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und schreibt mir gerne in den Kommentaren irgendeine Meinung über irgendwas. Ich habe keine Frage für euch, weil normalerweise fällt mir immer was ein, aber jetzt zur Zeit gerade nicht. Aber ihr könnt es mir ja gerne mal schreiben. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bye!